Und jetzt möchte ich wirklich loslegen und freue mich sehr, unseren ersten Referenten zu begrüßen. Es ist Jürg Grossen. Ihn muss man eigentlich nicht vorstellen, aber ich mache es trotzdem kurz. Er ist Unternehmer und Nationalrat und Präsident der GLP Schweiz und einer der Pioniere für eine nachhaltige Mobilität in der Schweiz. Er wird die Tagung eröffnen mit der Frage, welche Rahmenbedingungen es braucht und ganz klar natürlich ein Plädoyer für Umdenken bringen. Herzlich willkommen auf der Bühne, Jürg Grossen. Ja, vielen herzlichen Dank. Sehr verehrte Damen und Herren, besten Dank, Barbara, für die einleitenden Worte. Ich freue mich sehr, Ihnen meine Gedanken zu diesem Themenfeld heute mitzugeben. Ich bin sicher kein Experte, aber ich bin schon lange in diesen Themen unterwegs und würde gerne in den nächsten Minuten diese Gedanken mit Ihnen teilen. Ich stelle fest, es gibt Trends und Technologien, die sich ergänzen und die spannende neue Lösungen bringen. Ein Trend, den wir alle festgestellt haben vor 2-3 Jahren, ist diese Klimajugend, diese Greta-Effekte, ist jetzt wieder aufgepoppt oder poppt immer wieder auf. Es gibt diese Thematik, wie wir jetzt in Glasgow gesehen haben, die COP26-Diskussion, wie können wir die Welt erneuerbar versorgen, wie können wir CO2-neutral werden. Das sind Anliegen, sehr breite Anliegen, also vielseitige Forderungen im Raum, vom einfachen, konkreten Lösung, wie man Klimaschutz machen kann, bis hin zum System Change, der irgendwie auch zuerst noch, bei dem irgendwie auch zuerst noch unsere Demokratie, unsere direkte Demokratie abgeschafft werden müsste, um das dann zu etablieren. Also ziemlich weitgehende Forderungen, aber das Thema an sich, das bleibt und das poppt immer wieder auf. Dann ein zweiter Trend, den ich persönlich in meinem Unternehmen und in meinem Umfeld feststelle, ist dieser Trend hin zu mehr IoT. Also, und das Spannende ist, was wir gemacht haben, zum Beispiel in den Gebäuden. Ich bin ja Elektroplan und wir machen viele Gebäude, wie wir jetzt in einem sind. Alles wird digital gesteuert, überwacht. Es gibt einen Zentralausknopf, wenn ich zum Haus rausgehe und dann ist die Heizung auf Standby, die Storen sind auf dem richtigen Stand, das Licht ist ausgeschaltet, der Fernseher ist ausgeschaltet und. Das sind die Sachen, die heute trendy sind, das kommt, ohne dass wir etwas dazu tun. Das ist getrieben durch die Angebote, die es einfach auf diesem Markt gibt. Und das Spannende ist aber, dass wir mit diesen Angeboten es hinkriegen können, massiv den Ressourcenverbrauch zu reduzieren. Also wir haben zum Beispiel bei uns unser Gebäude schon vor 13 Jahren mit solchen Technologien, alles Schweizer Technologie, eingebaut. Und wir brauchen heute noch ein Fünftel Strom im Vergleich eines gleichartigen Gebäudes in der Schweiz. Einen Fünftel, 20%. Und das mit mehr Komfort. Also wir machen alles digital mit dem Handy bedienen, mit dem PC bedienen und. Es ist hoher Komfort und braucht deutlich weniger Ressourcen. Und im Wärmebereich brauchen wir noch 30%. Also auch dort haben wir sehr viel herausgeholt. Das heißt eigentlich, die Reduktion des Verbrauchs ohne Nutzen wird eben mit der Digitalisierung ermöglicht. Dann gibt es einen nächsten Trend, den kennen Sie alle, die Elektromobilität. Ich bin auch Präsident von Swiss E-Mobility. Seit 5 Jahren, da war irgendwie die Durchdringung irgendwie bei 2% oder 3% Neuwagenanteil elektrisch und heute sind wir bei 30%. Es geht unglaublich schnell. Es wird noch viel, viel schneller gehen, als viele denken. Viele haben noch keine Ahnung, was jetzt da passiert. Diese Fahrzeuge kommen in den Markt. Wir gehen davon aus bei Swiss E-Mobility, dass wir im Jahr 2030 gegen 2 Millionen und im Jahr 2035 etwa 2,5 Millionen Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge im System haben, die sind am Netz. Das sind mehrere AKW an Leistung, die man zu- und wegschalten kann, einfach damit ihr auch seht, was da in etwa von der Größenordnung auf uns zukommt. Das haben viele noch nicht begriffen, auch die Elektrizitätswirtschaft noch nicht. Wir tun gut daran, uns da jetzt darauf einzustellen, die Gebäude als Tankstelle auszugestalten, mit smarter Ladeinfrastruktur auszustatten, sodass es wirklich auch funktioniert, weil ohne smarte Ladeinfrastruktur werden dann die Sicherungen das nicht mehr mitmachen und die Stromnetze auch nicht. Und das ist dann auch die Frage, woher kommt die Energie? Die wird dann auch noch, kommen noch darauf zurück. Oder? Das ist der Trend hier,
Dann gibt es den Trend, wie wir vorhin gehört haben, zur Nichtmobilität. Ich finde das persönlich ein speziell spannender Trend. Ich habe das persönlich so, ich bin extrem froh, wenn ich nicht unterwegs sein muss, weil ich das nicht so gern mache. Ich bin dankbar, wenn ich von zu Hause aus all diese Sachen erledigen kann. Ich bin heute gerne hier zu Ihnen gekommen, das ist klar, aber wenn ich muss, bin ich nicht gerne unterwegs. Wenn ich darf, ist es okay, aber wenn ich muss, nicht so. Und die Frage ist, wie viel von diesem Homeoffice-Thema wird bleiben? Für mich und für viele, das zeigen auch die Umfragen, ist das ein Komfort. Unterwegs sein, ich habe es vorhin gesagt, ist für einige unangenehm oder nicht in jedem Fall angenehm. Und das Spannende an dem Ganzen ist, es gibt neue gesellschaftliche Trends, die eben mit diesem Homeoffice-Thema auch sehr gut ermöglicht werden. Vielseitige Lebensmodelle werden ermöglicht. Man kann mehrfach Jobs haben, das ist auch ein Trend, den es gibt. Ich finde das etwas sehr Spannendes, wenn Leute nicht von 20 bis 65 genau das Gleiche machen, immer 100% arbeiten, sondern vielleicht aufgeteilt in verschiedene Teilbereiche. Es macht die Leute fitter, sie sind eigentlich motivierter und zufriedener, wenn sie mehrere verschiedene Sachen machen können. Das geht nicht überall, aber dort, wo es möglich ist, finde ich das etwas sehr Spannendes. Und auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist natürlich etwas, was ein Trend ist im Moment, den man verbessern muss. In der Gesellschaft ist das noch nicht überall gegeben. Dann noch ein ganz kurzer Punkt. Das ist jetzt wieder etwas Technisches, oder? Der Zusammenschluss zum Eigenverbrauch. Es ist jetzt heute möglich, Solarstrom in den Gebäuden direkt in den Wohnungen zu brauchen, eben auch direkt in die Fahrzeuge zu leiten und entsprechend so abzurechnen, ohne dass man da die Verteilnetzgebühren bezahlen muss, wenn man ja den Strom nur im Haus selber braucht. Jetzt, ich habe mir erlaubt, aufgrund der Frage, ja, wie wollen wir das dann machen mit diesen vielen Elektrofahrzeugen, einmal eine These aufzustellen, beziehungsweise eine Roadmap zu entwickeln, wie können wir die Schweiz in Zukunft versorgen. Und was dort klar ist, ich möchte, dass das passiert mit null CO2, null ist eine brutale Zahl, null. Null Atomstrom schlussendlich, oder? Diesen Ausstieg haben wir beschlossen. Im Moment sind wir noch froh, haben wir die Kraftwerke noch, aber irgendwann werden sie weg sein. Und auch null Abhängigkeit im Sinne in der Bilanz. Oder? Und das trotz Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Mobilitätswachstum. Und da habe ich so eine Roadmap vor einem Jahr vorgestellt und ich möchte Ihnen kurz teilen. Was passieren wird in der nächsten Zeit? Wir werden eine massive Elektrifizierung haben. Das heißt, eben der Verkehr elektrifiziert sich, aber auch die Gebäudeheizungen elektrifizieren sich mit Wärmepumpen statt Ölheizungen als Beispiel. Das ist der erste Punkt. Was ich festgestellt habe, ich habe es vorhin gesagt, wir haben bei uns noch ein Fünftel Stromverbrauch, deshalb ist die Stromeffizienz extrem wichtig und ich sage, etwa die Hälfte könnten wir problemlos reduzieren, ohne dass es irgendwie im Nutzen einen Einfluss hätte. Ich habe mal 40% Stromeffizienz genommen und gesagt, das müssen wir machen, damit wir eben die Schweiz auch erneuerbar versorgen können. Also kein Verbrauch ohne Nutzen. Und dann der dritte Punkt, rechts unten ist der Zubau der Photovoltaik. Wir haben ein Riesenpotenzial von etwa 80 Terawattstunden. Das ist 5-mal mehr als die AKWs heute produzieren. 4 bis 5-mal mehr haben wir das Potenzial in der Schweiz zuzubauen. Auf den Gebäuden der größte Teil, ein kleiner Teil auch noch auf Freiflächen, auf Parkplätzen, hoffentlich auch bald auf Autobahnraststätten und so weiter, wo die Autos dann auch wieder geladen werden. Und wenn wir da 40 Terawattstunden abholen, also die Hälfte, dann schaffen wir es, unabhängig zu werden. Und dann braucht es noch den nächsten Punkt, wenn wir so viel Elektromobilität und so viel PV-Zubau haben, dann müssen wir eine bessere Harmonisierung des Stromverbrauchs mit der Produktion machen. Das ist dann wieder eine IT-Aufgabe, diese Harmonisierung hinzukriegen mit Smart Grids, dass wir das schaffen. Und der fünfte und letzte Punkt ist das, was Sie in den letzten Tagen immer wieder gehört haben. Ja, jetzt gibt es dann vielleicht einen Blackout, es wird gefährlich und so weiter. Die Stromversorgung ist nicht sichergestellt. Wir brauchen eine optimale Lösung im Bereich der Saisonspeicherung. Und das ist mit dieser Power-to-X-Technologie möglich, dass man über die Elektrolyse aus Strom Wasserstoff macht und dann auch synthetische Gase oder Treibstoffe oder liquide Treibstoffe, also sogar eine Art Treibstoff, der eben synthetisch ist, aber gleich zusammengesetzt ist, wie eigentlich heute Erdöl.
Das sind eigentlich die Punkte, die wir brauchen. Sie sehen, die Fläche in der Mitte ist die Elektrifizierung, das Grüne ist das Smart Grid. Und was man politisch festlegen muss, ist, wie eine hohe Resilienz wollen wir haben, wie lange soll die Schweiz sich, wenn die Versorgungslage mal in Europa schwierig ist, wie lange soll sich die Schweiz versorgen können? Wir können das machen, wir können bestimmen politisch, wie lange es sein soll. Wie unabhängig wollen wir in der Bilanz sein, also wie stark wollen wir auf Import angewiesen sein und wie hoch soll die Versorgungssicherheit sein? Das ist eigentlich nicht verhandelbar, das ist eigentlich allen klar, die muss immer verfügbar sein. Jetzt hier die Essenz aus dem Ganzen, was ich berechnet habe. Sie sehen links den Endenergieverbrauch heute, also 2019 war es, und rechts, die dicke Säule, sehen Sie den Endenergieverbrauch in Zukunft. Sie sehen, die ganzen Fossilen fallen weg und wir kriegen das trotzdem hin. Und in der Mitte die zwei kleinen Säulen, da sehen Sie, heute wird der Strom aus Wasserkraft und Atomstrom insbesondere gemacht und in Zukunft aus Wasserkraft und Photovoltaik. Und es geht am Schluss auf, man braucht viel, viel weniger Energie und das geht nur dank der Digitalisierung und dank diesen neuen Technologien, eben auch der Elektrifizierung. In den Monaten sieht es dann so aus, wenn man sieht hier die Säulen sind ist die Stromproduktion pro Monat und die Linie ist der Stromverbrauch in der Schweiz heute. Und da sehen Sie, dass wir eine kleine Lücke links und rechts haben, also im Winterhalbjahr, und dass das im Sommer haben wir aber einen Überschuss und in der Bilanz sind wir haben wir etwa eine ausgeglichene Bilanz. Also wir importieren gleich viel Strom, wie wir exportieren, ungefähr in den letzten Jahren. Jetzt mit meiner Roadmap, die ich gemacht habe, würde die Versorgung so aussehen. Sie sehen hier die Säulen, wieder die Produktion. Neu ist das Atom ist weg und gelb ist die Photovoltaik. Und sehen in Violett immer noch die Linie des Verbrauchs heute. Und jetzt sehen Sie die rote Linie, wenn wir jetzt alles elektrifizieren in der Schweiz, so wie ich das gesagt habe. Ich habe 100% Verkehr elektrifiziert, 100% der Gebäudeheizungen elektrifiziert. Einfach zum Berechnen. Ich weiß, dass das nicht genau so passiert, aber einfach zum Zeigen, in welche Richtung es geht. Jetzt heißt das, wenn wir keine Stromeffizienz machen und das nicht besser machen als bis heute, dann haben wir den roten Verbrauch und die anderen, die Säulen. Dann sehen Sie, dass wir links und rechts riesige Lücken haben, dass wir das nicht hinkriegen würden, uns selber zu versorgen. Hingegen, die grüne Linie ist der Verbrauch mit der Stromeffizienz. Und diese Stromeffizienz ist deshalb zentral. Es ist ein totales Digitalthema. Das ist kein Problem, das abzuholen, aber wir müssen es wissen und wir müssen es machen. Und jetzt haben wir einen großen Überschuss im Sommer an Photovoltaikstrom und den müssen wir in den Winter transportieren. Wie ich es vorhin gesagt habe, mit dieser Power-to-X-Technologie wird der dann eingespeichert und im Winter kann man das rückverstromen über zum Beispiel Wärmekraftkopplungsanlagen. Das sind dann Blockheizkraftwerke in den Quartieren oder in den Städten und so weiter. Und dann sieht es dann harmonisiert so aus, also die Strombilanz nach meiner Roadmap sieht so aus, dass wir insgesamt uns immer zu 100% versorgen können in der Bilanz. Das heißt nicht jeden Tag, nur damit Sie das wissen. Heute schon importieren und exportieren wir jeden Tag die halbe Menge des gesamten schweizerischen Stromverbrauchs. Jeden Tag im Durchschnitt. Das ist nicht bekannt und viele wissen es nicht. Aber das ist einfach so, wir sind eingebunden an 41 Punkten ins europäische Stromverbundsystem und das müssen wir auch bleiben, sonst haben wir ein Versorgungsproblem. Aber in der Bilanz möchte ich, dass wir uns rüsten darauf, dass wenn es schwierig wird, dass wir uns immer versorgen können. Das ist mein Vorschlag. Ich sage als Fazit, die Klimaziele 2030, die jetzt ein bisschen in Frage gestellt werden, und 2050 sind erreichbar, wenn wir das richtig machen. Und der Gesamtenergieverbrauch, und das ist noch etwas Spannendes, was man mitnehmen sollte, ist, heute wird nur 20% der Gesamtenergie als Strom am Gebäude verbraucht. In Zukunft werden es 60% sein. Das ist unglaublich, was die Gebäude für eine Funktionalität erhalten, weil sie auch die Tankstellen der Zukunft eben sind. Und die Stromproduktion dort, wo der Strom verbraucht wird, ist am effizientesten. Nicht unbedingt als zentrales Kraftwerk, sondern auf dem Dach, wo ich darunter auch den Verbrauch habe, nämlich den Betrieb, die Wohnung oder eben auch die Elektromobilität.
Und was klar ist, man kann noch etwas herausholen, wenn wir noch in den Bereich smarte Mobilität reingehen. Und das ist eigentlich das, was wir könnten das noch ein bisschen, entschärfen, diesen Weg, den ich da aufgezeichnet habe, wenn wir ein bisschen smarter werden im Mobilitätsverhalten. Das zu meiner Roadmap. Jetzt, ich war vor 5 Jahren mit einigen hier im Saal, waren damals auch dabei im Silicon Valley, auch bei Tesla unter anderem. Und was sie dort gesagt haben, ist: What's not convenient will change. Und für mich war das so der Leitsatz irgendwie in den letzten Jahren, weil es hat etwas, oder was nicht bequem ist für uns, das verändern wir, bis es irgendwie bequem ist. So ist der Mensch, und das finde ich auch gut, dass das so ist. Sehr spannend. Und ich habe mir einfach ein bisschen Gedanken gemacht, machen wir das heute? Oder ich habe ja euch gesagt, ich finde es nicht so bequem, unterwegs zu sein, wenn ich muss. Ich will schon, aber wenn ich muss, eigentlich nicht. Und deshalb, glaube ich, müssten wir unsere ganzen Systeme schon ein bisschen anders ausgestalten. Ich sage immer, wir sollten Intelligenz statt Beton machen oder Asphalt oder solche Dinge. Wir sollten mehr in Intelligenz investieren. Und da ist für mich zum Beispiel das Mobility Pricing wäre etwas, was dort wichtig wäre. Das steckt absolut im Sumpf im Moment, meines Erachtens. Jürgen Rötlisberger, bitte Entschuldigung, aber ich finde es absolut hanebüchen, dass wir da nicht vorwärts kommen. Wir predigen das seit über 10 Jahren, wir kommen nicht vorwärts mit diesem Thema. Sharing ist auch so ein Thema, das ist eine gesellschaftliche Entwicklung. All die smarten Systeme, die sollten einfach Einzug halten. Es ist doch nicht Komfort, was man hier auf dem Bild sieht, in diesen Autos zu sitzen oder in diesen überfüllten Zügen. Ich bin selber viel mit dem Velo, mit dem Auto, im Zug unterwegs, und es ist einfach nicht Komfort. Es wäre Komfort, wenn man mehr Platz hätte, am Auto ist das gut, da kann man auch mal noch singen oder so, ohne dass es jemand hört, oder? Das ist noch das Gute. Im Zug hat man dann aber immer wieder einen anderen, der am Telefon ist, und irgendwie ist es einfach nicht angenehm. Es ist angenehmer, zu Hause zu arbeiten. Wichtig ist, dass man bei den Überlegungen, wie wir die Infrastruktur gestalten, einfach den Mensch ins Zentrum stellen und weniger die Entwicklung, die wir jetzt haben, ist so ein bisschen Innovation wegregulieren statt ermöglichen. Ich denke da an Uber zum Beispiel, ich denke an Booking.com, an solche Dinge. Da wird eher im Moment Innovation wegreguliert statt ermöglicht. Und das stört mich, die ganze Plattformgeschichte und so. Da wird viel jetzt gegen das gewettert und vieles unternommen, auch auf Regulierungsebene, was mich sehr stört. Wir sollten wirklich da den Menschen ins Zentrum stellen. Und wir müssen die Infrastruktur anpassen. Ich sage nicht, man muss unbedingt zu Hause arbeiten. Manchmal ist es auch schön, wenn man in der Nähe irgendwo einen Arbeitsplatz hat, wo man eben all diese digitalen Meetings machen kann, dass man wirklich nahe ist bei der Familie, dass die Vereinbarkeit verbessert werden kann. Das ist auch nicht jeden Tag so, das ist mir auch klar. Ich finde, unbedingt sollte man auch 2-3 Tage dann unterwegs sein, das muss bleiben. Aber einfach, da müssen wir intelligenter werden. Und die Gebäude müssen viel intelligenter werden. Das sind die Kraftwerke der Zukunft, sie liefern die Energie. Sie sind aber auch der Lebensraum. Der Druck auf die Immobilien ist sehr hoch. Das haben Sie heute oder gestern, glaube ich, wieder in den Nachrichten. Ist wirklich spannend, die Preise steigen, weil viele Leute sich eigene Immobilien anschaffen wollen, weil sie diese Freiheit haben wollen. Und weil sie diesen Trend, der ist nicht umkehrbar, meines Erachtens. Und das Schöne ist, es verbindet dann am Schluss Ökonomie und Ökologie. Ich komme zum Fazit. Ich denke, wir müssen uns bewusst sein, dass wir die Rahmenbedingungen für smarte Mobilität schaffen müssen in Zukunft. Und ein bisschen weniger, Jürgen Rötlisberger hat es vorhin richtig gesagt, in diesen einzelnen Silos denken, das ist Zug, das ist Velo, das ist Auto, sondern mehr im Verbund das gesamte Denken, weil fast alle von uns sind ja wahrscheinlich multimodale Verkehrsnutzer, also die brauchen all diese Verkehrsträger. Die muss man gar nicht gegeneinander, sondern miteinander anschauen. Und es braucht meines Erachtens ein flächendeckendes Mobility Pricing, dass wir da auch die Finanzierung in Zukunft sichergestellt haben. Das sollte auch die externen Kosten beinhalten. Und die Infrastruktur sollte smarter genutzt werden. Unsere Straßen, unsere Bahnlinien sind noch lange nicht ausgelastet, auch wenn wir viele Verkehrspeaks haben, aber in der Menge sind sie nicht gut ausgelastet.
Da könnten wir wirklich noch vieles smarter machen. Das Schöne ist, die Digitalisierung ermöglicht das, die Technologien sind da und ich freue mich auf diese Zukunft. In dem Sinne, besten Dank für die Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank für die Ausführungen, Jörg Großen. Jetzt ist das ein sehr optimistisches Bild, die Digitalisierung, die uns hilft, da smarter zu werden. Jetzt, wenn man in der Geschichte zurückschaut, gibt es aber auch ganz viele Rebound-Effekte, dass wir dann noch mehr konsumiert haben oder noch mehr Mobilität produziert. Wie realistisch ist dieses euphorische Bild der Digitalisierung, die uns wirklich hilft, Ressourcen zu sparen? Ja, also es ist eine gute Frage. Ich habe einfach festgestellt, diese Rebound-Geschichte, die stimmt nicht ganz. Sie wird durch die Digitalisierung verändert. Zum Beispiel jetzt im Bereich der Gebäude. Ist ja, diese Systeme brauchen ja auch Energie, wenn du eben diese Steuerungen alle machen willst und so, das braucht auch Energie. Aber das haben wir alles mitgerechnet und haben trotzdem so viel reduziert. Und es hat bei uns jetzt zum Beispiel, wir machen das jetzt seit 13 Jahren, hat es keine Zunahme gegeben des Verbrauchs pro Kopf. Im Gegenteil, das ist sogar gesunken. Wir haben mehr Leute, die heute mit weniger Energie auskommen. Und das finde ich schon noch spannend. Also das ist nur, ich bin jetzt 27 Jahre Unternehmer im Energiebereich, oder? Und das ist etwas, das nur dank der Digitalisierung jetzt möglich wurde. Vorher stimmte das mit diesem Rebound-Thema. Aber ich glaube, das wird auch beim Verkehr so sein. Ich habe jetzt zwar bei meiner Roadmap das ganze Verkehrswachstum und alles eingerechnet, oder? Damit ich da nicht angreifbar bin. Aber ich persönlich glaube nicht daran, dass dieser Mehrverkehr so kommen wird. Ich bin dort eher optimistisch, dass auch Nicht-Mobilität irgendwann die Qualität, das Qualitätsbewusstsein erlangt. Und wir haben uns ja zum Thema Nicht-Mobilität kennengelernt. Du hast vor 10 Jahren das Projekt Home Office Day unterstützt. Damals war das noch ein bisschen eine verrückte Idee, jetzt ist das Realität. Dein Fazit als Unternehmer, aber auch Politiker, hat sich wirklich etwas verändert in den Firmen? Also ist diese geringere Mobilität salonfähig geworden und Alltag? Also weißt du, der Punkt ist, wenn ich ehrlich bin, und das ist eigentlich traurig, oder? Covid hat uns jetzt da eigentlich schon um Jahre vorwärts gebracht in diesem Themenfeld. Ich darf es fast nicht sagen, aber es ist unglaublich. Es war vieles in meiner Firma, aber auch in der Partei zum Beispiel, hat man gesagt, es ist nicht möglich, eine Fraktionssitzung muss physisch sein, die darf nicht digital sein, das funktioniert nicht. Es funktioniert. Wir mussten dann das machen und es funktioniert. In der Firma hat man immer gesagt, man muss zusammenkommen mit den Architekten und allen Planern, um diese Pläne alle zu besprechen, um diese Koordinationssitzungen zu machen. Wir konnten es nicht mehr und siehe da, es funktioniert. Und einiges davon bleibt auch, nicht alles. Ich finde es gut, wenn man ab und zu zusammenkommt. Man muss auch einander spüren, das ist manchmal so. Aber es ist einfach trotzdem ein Riesenmehrwert, der jetzt gemacht wurde, weil die Dinge waren alle da. Wir hatten Microsoft Teams schon lange installiert. Das war alles da, wir haben mit Teams schon gearbeitet, aber nicht unsere Teamsitzungen so abgehalten oder auch die Koordinationssitzungen oder all diese Dinge. Das hat sich verändert und das, ich glaube, das bleibt. Weil es auch einen Mehrwert stiftet oder Dinge, die Mehrwert stiften, haben auch Überlebenschancen. Jetzt sind die Fragen richtiggehend explodiert auf Achtung. Der App. Ich würde empfehlen, dass du sie vielleicht mal liest und dann einen Blogpost schreibst. Das gibt immer Inspiration. Okay. Gibt dann Arbeit wieder. Aber dann ist man auch nah beim Volk. Ist ja gut, oder? Es ist gut. Gibt es Herzchen auch? Habe ich nicht gehabt, ob du mehr Herzchen hast als ich. Aber gut, das werde ich nachher. Ich möchte, man kann ja auch voten, welche Fragen spannend sind. Und da möchte ich die obersten beiden noch stellen und bitten, ganz kurz zu beantworten. Das erste ist die Frage, ist Elektromobilität wirklich nachhaltig? Die Frage hört man ja oft mit den Batterien und wenn man da die graue Energie mit einrechnet, ist das wirklich so sauber, wie wir das lesen aus den Medien und von den Herstellern? Schau, der Punkt ist, also Nicht-Mobilität ist die sauberste. Und alles andere wird dreckiger, oder? Das ist einfach so. Und schon wenn du mit dem Trott oder mit dem Auto unterwegs bist, hast du graue Energie und du brauchst eine Fahrbahn, das ist ein Fakt. Und die Elektromobilität ist auch nicht super sauber, das ist klar. Sie ist sehr sauber, oder im Vergleich mit allen anderen Technologien für den motorisierten Individualverkehr, die sauberste.
Da können Sie alle PSI oder EMPA, all die Studien anschauen. Ist völlig klar, es ist die sauberste. Aber es gibt Probleme bei der Batterieherstellung, bei den Rohstoffgewinnungen und so weiter. Das ist nicht alles fertig gelöst. Aber nur noch eins. Mein Elektroauto, ich fahre jetzt 11 Jahre elektrisch. Die erste Batterie aus dem ersten Auto, die habe ich bereits im Gebäude als Zwischenspeicher für den Solarstrom eingesetzt. Also dort kann man auch diese Batterielebensdauer nochmals um 10 Jahre verlängern. Wenn man all diese Sachen zusammen macht, dann ist das eine sehr saubere Technologie. Und dann kommen noch die Sharing-Konzepte dazu, oder dann ist die Entsorgung der Batterie auf mehrere Schultern verteilt. Das würde ich gerne die zweite Frage stellen nach Power-to-X-Technologie. Wie effizient muss sie sein, damit es aufgeht? Gibt es da Überlegungen, was das leisten können muss? Ich habe das vorhin vielleicht nicht so ganz im Detail ausführen können aus Zeitgründen, aber was klar ist, oder, das ist überhaupt nicht effizient, diese Power-to-X-Technologie. Wenn man Strom nimmt und den dann über Elektrolyse zu Wasserstoff macht und dann wieder wandelt in Gase oder synthetische Treibstoffe, und dann wieder am Schluss rückverstromt, vielleicht im besten Fall eben zusammen mit Wärmeproduktion, das ist diese Blockheizkraftwerke, dann verliert man insgesamt etwa 70%. Das haben Sie bei mir auch gesehen. Wir haben riesige Überschüsse im Sommer und im Winter gibt es dann so einen kleinen Teil, also etwa ein Drittel, der dann wieder noch rauskommt. Oder? Also das heißt, es ist nicht per se wahnsinnig effizient. Und alles, was wir zwischendurch abzweigen können, zum Beispiel mit Wasserstoff fahren, LKWs oder mit Gas irgendwo etwas machen statt Liquid, ist auch besser. Also es gibt noch viele Möglichkeiten, um das System noch ein bisschen effizienter zu machen. Ich habe mal den Worst Case gerechnet, einfach wirklich das Schlimmste aller Möglichkeiten, wenn wir wirklich alles umwandeln müssen, Liquid und dann wieder zurückverstromen. Aber es ist nicht sehr effizient, aber es ist die einzige Möglichkeit, um im Moment sichtbar für mich technologisch, um Strom vom Sommer in den Winter zu bringen. Quasi die Auffanglösung, aber es gibt bessere Varianten, glaube ich, so sehr klar herübergekommen. Wir sehen die rote Null vor uns und sind damit leider am Ende. Aber ich bin sicher, in der Pause werden die 14 Fragen noch persönlich vorbeikommen und sonst vielleicht in einem Podcast oder irgendwo. Ganz herzlichen Dank, Jörg Osten, sehr spannend, dass du diese live hier geteilt hast. Dankeschön. Danke vielmals, Barbara. Vielen Dank.